Kurznachrichten. Gestern habe ich mir das Programm angesehen, welches um 20 Uhr in der ARD publiziert wird. Das Format heißt Tagesschau und wird als Nachrichten bezeichnet. Schnell lernte ich, dass Inflation, Hochrüstung, Krieg mit der Perspektive Atomkrieg Nebensächlichkeiten sind. Im Juli ist Sommer und es gibt für einen Tag Temperaturen über 30 Grad in Deutschland. Damit hat sich auch befasst Roger Köppel von der Schweizer Weltwoche. Jetzt allerdings sind die Medien in ihrer apokalyptischen Versessenheit, in ihrer Weltuntergangsbegeisterung, in ihrer Weltuntergangsneurose geradezu versessen darauf, jeden Hitzetag zu einem Vorboten einer nicht mehr abzuwendenden Klimahölle zu erklären, obwohl seit vermutlich Millionen von Jahren, bleiben wir präzise, seit Millionen von Jahren es zu den hervorstechenden Eigenschaften des Sommers gehört, dass es eben ein bisschen wärmer ist. Und das genießen wir auch. Manchmal ist es zu warm, da muss man sich etwas im Schatten aufhalten, aber in aller Regel ist es doch schön, dass es im Sommer nicht so kalt ist wie im Winter. Aber auch das ist für die Medien nicht mehr zu verkraften, wie auch die Meinungsvielfalt und viele andere Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind, für die meisten Medien irgendetwas Schreckliches geworden sind. Ich kann mit diesem Deprotainment, mit dieser Depressivunterhaltung wirklich nichts anfangen. Wenn Sie jetzt böse Worte denken wie Klimaleugnung, rechtsradikal, Schwurbelei und Verschwörungstheorie, dann funktionieren Sie, wie die Medien sie abgerichtet haben. An den sommerlichen Temperaturen schuld, das Hoch Jürgen. Ein Jürgen haben wir auch in unserer Redaktion, unser Kolumnist Jürgen Eger, immer im Hoch. Zur Situation der Kunst verbreitete er sich hier. Auf den Marabu-Nachrichten werden Pop-Kommerzialisten zitiert, die den Zähniedergang des Veranstaltungswesens abseits der starverseuchten Größtereignisse beklagen. Ein Rocco Schamoni, der früher öfter in den Größtmedien genannt wurde, wird zitiert. Die Impfverweigerer seien schuld. Na prima, der Marabu-Nachrichtensprecher kritisiert den Schamoni angemessen. Das macht er, abgesehen von Melnik, selten. Richtig, ich bin mild und zahm, umgebe mich aber nicht mit schleimigen Arschkriechern, wie Sie an unseren Kolumnisten hören. Und Melnik ist heute auch noch dran. Mit diesem Schlager, Brand New Toy, hatte das Ensemble einen Top-10-Hit in Deutschland. Ich übersetze, die Jeremy Days erreichten die obersten 10 der bundesdeutschen Hitparaden. Gestern ließ Dirk Darmstädter seine lieben Freunde wissen, dazu kann ich mich zählen, über Plattenfirma und Bemusterung sind wir jahrzehntelang miteinander verbunden. Es fällt uns wahrlich nicht leicht, euch diese Zeilen zu schreiben. Für diejenigen, die aktuell die Kultur- und Live-Branche ein wenig verfolgen, mag das nicht ganz überraschend kommen, nach den Konzert- und Tourneeabsagen einiger Bands und Kollegen in den letzten Wochen sehen auch wir uns leider gezwungen, die Segel zu streichen und unsere für August-September geplante Tournee abzusagen. Die Gründe sind vielfältig, wir wollen euch damit nicht langweilen. Es ist eine bunte Melange aus explodierenden Kosten, Benzin, Flüge, Tourbus, Techniker- und Crewmangel und ja, auch wir selbst haben natürlich Respekt vor Corona, aber ein weiterer wichtiger Grund ist der teils erschreckend magere Vorverkauf für die Shows. Wir können das ja auch gut verstehen. Jeder von uns hat vermutlich noch ein paar Konzerttickets am Kühlschrank kleben von Shows, die schon dreimal verschoben wurden. Da muss man nicht unbedingt wieder gleich neue kaufen. Insgesamt bedeutet das für uns als Band und für Booker, Veranstalter, Clubs aber ein unkalkulierbares Risiko, viel, viel Geld zu verlieren. Das macht so einfach keinen Sinn. Wir brauchen euch ja wahrscheinlich nicht zu sagen, was für ein Nackenschlag diese Absage für uns als Band ist. Nach 27 Jahren ein gemeinsames Album gemacht, mit dem wir nun endlich losfahren können, um mit euch zu feiern, tanzen und zu singen. Danach am Merch-Stand 3 Stunden rumstehen und quatschen. Wie haben wir das vermisst in den letzten Jahren? Jetzt heißt es aber, diese Entscheidung erst einmal zu verdauen und möglichst positiv in die Zukunft zu schauen. Dafür wollen wir einen klaren Strich ziehen, anstatt rumzueiern und die Konzerte zu verschieben. Das heißt, wir behalten euer Geld, bis wir vielleicht einen neuen Termin gefunden haben, bla bla. Die Tour wird abgesagt, ihr bekommt euer Geld zurück, eure Tickets bekommt ihr also zurückerstattet dort, wo ihr sie gekauft habt.
Wir versuchen, sobald es geht, einen neuen Anlauf und freuen uns, wenn ihr dann vorbeikommen mögt. Die Jeremy Days wollen und werden wieder live spielen. Hell yeah! Euer Dirk, Luis, Stefan und Jürgen. Hallo, hier sind die Jeremy Days. Und auf jeden Fall ein Teil der Jeremy Days. Und ihr hört uns gerade auf Radio Marabu. Erinnerungen an eine Zeit, die so schnell nicht wiederkommen wird. Ach ja, und wir haben einen Tag in Deutschland über 30 Grad. Es ist Juli. Der 20. Juli 2022, ein Mittwoch. International in Italien entscheidet sich heute der Fortgang der Regierung von Ministerpräsident Draghi. Großbritannien, die Abgeordneten der konservativen Tories, stimmen heute darüber ab, welche zwei Kandidaten in die Stichwahl für die Nachfolge von Premier Boris Johnson geschickt werden. Das US-Repräsentantenhaus hat für einen Gesetzentwurf zum Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Im Prozess gegen Steve Bannon wegen Kongressbehinderung hat die Staatsanwaltschaft ihre Öffnungsplädoyers gehalten. Staatsanwältin Amanda Warren wird zitiert, der Angeklagte hat entschieden, dass er über dem Gesetz steht. Es berichtet der ORF, er bezeichnet Steve Bannon als US-Rechtspopulisten. Ich habe mich dafür entschieden, journalistisch korrekt zu bleiben und ihnen selbst die Einordnung derartiger Persönlichkeiten zu überlassen. Verstehen Sie das auch als eine Art Achtung vor ihnen? Der ORF hat diese seinem Publikum gegenüber offenbar nicht. Vielleicht auch ein Grund, dass es dort sehr viele alternative Medien gibt. Die türkische Justiz hat gestern den Austritt des Landes aus der internationalen Istanbul-Konvention für Frauenrechte bestätigt. Die Europäische Union stellt einen Gasnotfallplan vor. Russlands Präsident Putin warnt vor einem weiteren Absenken der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Zitat Wladimir Putin: Wir haben noch eine fertige Trasse, das ist Nord Stream 2, die können wir in Betrieb nehmen. Ich übersetze, wenn das nicht passiert, wünscht sich die Europäische Union den Gasnotstand mit all seinen Folgen. Die EU-Sanktionen treffen hauptsächlich Deutschland. Die USA kaufen arabisches Öl, Saudi-Arabien russisches. Das Königreich Saudi-Arabien nutzt das günstig importierte, bereits raffinierte russische Öl, um Strom zu erzeugen und kann sein eigenes unraffiniertes Rohöl zu einem guten Preis weiterverkaufen. Im Sommer wird viel Strom benötigt für den Betrieb der Klimaanlagen und der Kühlaggregate. Der türkische Präsident Erdogan will nicht von seinem Vorgehen in Syrien abrücken. Zitat: Unser Kampf gegen Terrororganisationen wird stets anhalten, ungeachtet dessen, wo oder von wem er unterstützt wird. Erdogan traf sich in Teheran mit Irans Präsident Raisi und Kreml-Chef Putin. Er erwartet, dass Russland und der Iran die Türkei dabei unterstützen. Wohl mit dem Interesse, Gedanken zu beeinflussen, übertitelt der Spiegel seinen Artikel: Erdogan lässt Wladimir Putin warten. Die Bild-Zeitung veröffentlicht eine Umfrage, eine INSA-Umfrage. 74% rechnen mit einem wirtschaftlichen Abschwung und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland. 83% glauben, dass die Preise weiter steigen werden. Mit einer Gasnotlage rechnen 63% mit Einschränkungen für private Haushalte. 83%. Fast jeder Zweite, 47%, glaubt, dass sich Deutschland mit den Sanktionen mehr schadet als Russland. Nur 12% glauben, dass Russland größeren Schaden nimmt. Ich kommentiere: Obwohl in der Bundesrepublik Deutschland das Bildungsmonopol der Reichen, anders als im Unrechtsstaat DDR, nicht gebrochen wurde, beherrschen sehr viele Menschen die Verschwörungstheorie Geografie, sind offensichtlich in der Lage, die Weisheiten eines Globus zu erkennen. Die Bild-Zeitung überschreibt: Die Deutschen verlieren den Glauben an die Sanktionen gegen Putin. Aus der Nacht zum Ukraine-Konflikt. Der ukrainische Verteidigungsminister Reznikow nannte sein Land ein Testgelände für Waffen. Er lud westliche Waffenhersteller ein, ihre neuen Produkte auf dem Schlachtfeld gegen Russland zu testen. Dies brachte er im Rahmen einer vom Atlantic Council organisierten Diskussion per Videoschalter zu Gehör. Nicht hinzu fügt er, dass die eigene Bevölkerung natürlich geschlachtet werden kann. Aber diese Menschenverachtung gehört zum Krieg. Die ARD berichtet, die Regierung in Moskau sieht nach den Worten des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Bereitschaft der Ukraine, die Bedingungen eines vorläufigen Friedensabkommens vom März zu erfüllen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Gründung einer neuen Parlamentskommission angekündigt, die den Einsatz westlicher Waffen kontrollieren soll. Die US-Regierung geht davon aus, dass Russland weitere Gebiete der Ukraine annektieren will.
Nach den jüngsten Entlassungen in den Sicherheitsorganen will der ukrainische Präsident Selenskyj die Neuausrichtung seiner Behörden vorantreiben. Die US-Regierung sagt der Ukraine weitere Waffen zu. Die First Lady der Ukraine, Olena Zelenska, ist im Weißen Haus empfangen worden. US-Präsident Joe Biden rückte an mit einem Strauß von Sonnenblumen. Die USA setzen Russland auf eine schwarze Liste mit Ländern, die in Menschenhandel und Zwangsarbeit verwickelt sind. Russlands Präsident Putin sieht Fortschritte bei den Verhandlungen über die Wiederaufnahme der blockierten Getreidelieferungen aus der Ukraine. Russische Truppen rücken im Donbass weiter vor. Unabhängig kann das laut ARD nicht überprüft werden. Zur kurzfristigen Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeiten könnten in Kürze 500 Millionen Euro aus dem Gemeinschaftshaushalt der EU bereitgestellt werden. Es knallen die Korken bei der Rüstungsindustrie. Die Ukraine hat mit Angriffen auf die Schwarzmeerhalbinsel Krim und die dort stationierte russische Schwarzmeerflotte gedroht. Die Times berichtet, zitiert wird der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister, Russland muss die Krim verlassen, wenn es weiter als Staat bestehen will. Hier empfehle ich, sich 5 Minuten mit der Krim zu beschäftigen. Sollte das passieren, haben wir Weltkrieg. Davor warnt auch Roger Köppel. Diese Sanktionen verlängern den Krieg, das ist richtig. Und damit vergrößern sie die Eskalationsgefahr. Ich habe heute in der NZZ gelesen, da ist ein Text drin auf Seite 2. Kiew benötigt dringend weitreichende Artillerie. Man will jetzt also Kiew mit weitreichender Artillerie ausstatten. Und da ist doch die ganz große Gefahr, dass mit diesen westlichen Superwaffen, mit diesen Riesenkanonen, auch immer mehr russische Ziele in Russland getroffen werden. Und es könnte der Punkt kommen, zum Beispiel im Herbst, wo nach einer, vielleicht gar nicht von Selenskyj befohlenen, von einem Untergebenen in Eigenregie gemachten Bombardierung einer russischen Stadt, sich der Kreml dann in dieser Kriegseigendynamik veranlasst sähe, massiv zurückzuschlagen in der Ukraine, und das wiederum könnte die fiebrigen, quecksilbrigen, etwas instabil regierten USA dann wiederum zu einer verschärften Reaktion veranlassen oder eben die Emotionen in Europa noch höher hochkochen lassen, sodass dann am Schluss dieser Krieg wirklich eskaliert. Und diese Gefahr, meine Damen und Herren, ist real, und da muss man rechtzeitig, das ist die Verantwortung der Politiker hier, die nationalen Interessen wieder nach vorne bringen und sagen, klipp und klar, wir haben kein Interesse an einer Verewigung dieses Krieges. Wir wollen einen baldigen Frieden. Und wenn wir Putin nicht militärisch besiegen können oder wollen und auch mit den Sanktionen nicht zum Ziel können, kommen, dann müssen wir mit ihm verhandeln. Punkt, aus, Schluss, fertig. Sonst machen wir uns schuldig an einer Eskalation dieses Kriegs. Also wir müssen uns von diesem eigenen Moralismus endlich verabschieden, um wieder die Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Die Europäische Union will Russlands größte Bank und den Chef des Zink- und Kupferkonzerns auf ihre Sanktionsliste nehmen. Die Ukraine und Russland tauschen die Leichname von Gefallenen aus. Polen beginnt mit der Ausbildung an US-Kampfpanzern. Die Ukraine meldet einen russischen Angriff auf das Zentrum von Kramatorsk. Das ukrainische Militär hat gestern einen Tag lang keine bewohnten Gebiete der Volksrepublik Lugansk beschossen. Dies meldete Oberstleutnant Marotschko. Der Iran und Russland werden ihren Handel auf Nationalwährungen umstellen. Eine Meldung von Russia Today. Der tschetschenische Präsident Kadyrov hat die Entwicklung grandioser Pläne zur Demilitarisierung der NATO-Länder bekannt gegeben. Polen werde nach der Eroberung Kiews dabei als erstes an die Reihe kommen. Kadyrov veröffentlichte in diesem Zusammenhang ein Video mit seinem Berater Alaudinov, dem Kommandeur der Spezialeinheit Achmat. Auch das klingt nicht nach Deeskalation. Der russische Senator Baschkin hat in einem Interview erklärt, es gebe keine ernsthaften Gründe, YouTube in Russland zu sperren. Zitat, Russland ist ein offener Staat, es begrüßt den Wettbewerb, also lasst YouTube arbeiten. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht wird zitiert, wir können nicht viel mehr aus der Bundeswehr abgeben. Tja, dann muss sie selbst in die Ukraine. Die südukrainische Stadt Nikolajew soll für mehrere Tage lang gesperrt werden. Für eine Razzia, um Personen ausfindig zu machen, die möglicherweise mit der russischen Föderation kooperieren. Das berichtet die ukrainische Online-Ausgabe Strana. Nach ukrainischem Beschuss von Novaja Kachowka sind 70% der Wohngebäude beschädigt. Dies sagte der Leiter der Militär- und Zivilverwaltung des Bezirkes im Gebiet Cherson gegenüber dem russischen Sender Pervy Kanal, dem ersten russischen Fernsehen.
Ebenfalls wird berichtet, die einzige Brücke über den Dnieper ist durch einen Raketenangriff beschädigt worden. Ich spreche über die Antonovsky-Brücke, die einzige Brücke für Autos und Fußgänger über den Dnieper in Cherson. Sie ist etwa 1,4 Kilometer lang. Dmitri Pieskow meldet sich zu Wort, die Pläne des ukrainischen Verteidigungsministeriums, die Schwarzmeerflotte zu zerstören und die Halbinsel Krim wieder zurückzuholen, rechtfertigen die russische Militäroperation. Zitat: Derartige Äußerungen, die Ansprüche auf russische Gebiete enthalten, zeugen einmal mehr von der Richtigkeit und absoluten Rechtfertigung der speziellen Militäroperation, denn nur mit diesen Methoden kann man die Ukraine von solchen Führungsvertretern befreien. Der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, hat sich erneut für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Amen. Das Ganze in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen. Aber er warnte auch vor Vereinfachungen. Jesus sagt uns: Liebet eure Feinde. Und dieser Aufruf zur Gewaltlosigkeit ist für uns ganz zentral. Ich frage nach, nachdem wir Waffen geliefert haben. Schwere Waffen. Damit beschäftigt sich auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Zunächst einmal ist die Frage, was wollen wir? Was will Europa? Was will die Bundesrepublik Deutschland? Mit welcher Haltung gehen wir in diesen Konflikt? Und ich erlebe in der Zeit, dass es darum geht, und so sind ja auch die Wortmeldungen zu verstehen: Erstens, der Krieg muss gewonnen werden. Zweitens, nie wieder Rohstofflieferungen um keinen Preis aus Russland. Wenn das die Haltung ist, werden wir nicht zu dem Ergebnis kommen, dass wir jetzt versuchen, Friedensverhandlungen oder zumindest Waffenstillstandsverhandlungen anzuschieben. Und das ist der erste Punkt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Rohstofflieferungen brauchen. Und ich bin zweitens der Meinung, dass wir gemeinsam versuchen müssen, einzuwirken auf den russischen Präsidenten und auch die Ukraine davon zu überzeugen, dass wir alle miteinander diesen Konflikt einfrieren müssen. Und das ist etwas anderes als das, was derzeit läuft. Mein Kommentar: Tja, aber auch The Daily Melnik. The Daily Melnik. Die Berliner Zeitung berichtet über eine Äußerung des ehemaligen ukrainischen Botschafters in Deutschland, Melnik. Dieser will den Kopf von Michael Kretschmer ins Tiefkühlregal stecken. Melnik hat Kretschmer in sozialen Medien angegriffen. Zitat: Ihre ewige Anbiederung an Kriegsverbrecher Putin ist ekelerregend. Der Artikel der Berliner Zeitung weist dezent auf eine Sache hin, die in Deutschland in den Mainstream-Medien kaum besprochen wurde. Die größte Kritik an Melniks Bandera-Verherrlichungen kam aus Israel und Polen. 7-Tage-Inzidenz 740.1, Deutschland, Österreich 943.5. Boris Reitschuster berichtet, knapp 4 Millionen Impfstoffdosen gelangen in den Sondermüll. Virologe Kekulé meint Viasat 1, die vierte Impfung ist Unsinn. Laut Bahngewerkschaft macht das 9-Euro-Ticket krank. Es führt zu Chaos und Überlastung bei der Deutschen Bahn. Aber es steckt an, zumindest in den Zügen. Heute hatten wir im Entree das Thema Schlager am Beispiel der Jeremy Days. Drei weitere Meldungen dazu. Eine neue Antikriegsoper gibt's vom alten Pink Floyd Roger Waters. Zitat: Wenn du zu den Leuten gehörst, die Pink Floyd lieben, aber Rogers Politik nicht ausstehen können, solltest du dich am besten gleich an die Bar verpissen. Der Frontmann des Ensembles Slim Biscuit, Fred Durst, muss auf ärztlichen Rat alle geplanten Konzerte absagen und eine Pause einlegen. Details gibt es nicht. Dafür aber von Roger Köppel zu Lady Gaga. Gute Unterhaltung. Roger Köppel hat sich in seinen aktuellen Ausdünstungen auch mit der Künstlerin Lady Gaga beschäftigt. Ich habe mir erlaubt, die Musik der US-amerikanischen Top 40 unterzulegen. Offensichtlich startet in Deutschland Lady Gaga ihre Welt- oder Europatournee, und Lady Gaga ist eine der ganz großen Künstlerinnen unserer Zeit, musikalisch hochtalentiert, als Schauspielerin ebenfalls sehr, sehr stark. Und wenn Sie die Gelegenheit haben, an ein Lady Gaga-Konzert gehen zu können, ich muss mir das auch überlegen, ob ich das mache. Ich habe noch nie Lady Gaga live gesehen. Sie ist, ungeachtet ihres etwas merkwürdigen Künstlernamens, eine ganz herausragende Pop-Künstlerin unserer Zeit, mit musikalischer, mit künstlerischer Substanz. Mag alles sein, mir hat ihre Musik nie gefallen. Oh,
Rock Alternative Music. Gestern war der heißeste Tag des Jahres. 40 Grad wurden in Emstetten in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Portugal meldet mehr als 1000 Hitzetote. Heute ziehen im Westen Schauer und Gewitter auf. Unwettergefahr. Im Osten erreicht die Hitze heute ihren Höhepunkt. Machado, Alternative Music.